nichts hinter dir, ja? Ja. Bist du auch in meinem YouTube-Video zu sehen? Ja. Na gut. Mir geht's auf jeden Fall gut. Ich habe keine Schrammen von meinem Bodengekisse. Geil, oder? Also. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute das erste Mal im Trailpark Mehring, Mosel. Hier habt ihr auf jeden Fall eine komplette Übersicht. Genau, wir werden jetzt als erstes die 2 fahren. Und von der 2 einmal ein Stück Teil die 5, das ist eine blaue Strecke fahren und dann weiter die 2. Also komplett rot, blau, rot. Ich hoffe, wir kriegen das hin und wissen, wo wir abbiegen müssen. Genau, ansonsten, wo man parkt, zeige ich euch später nochmal. Hier geht es auf jeden Fall jetzt in die 2. Let's go! Zöpfeli. Ich bin Zöpfeli. Ich habe die auch extra hinten zusammengebunden, damit sie nicht vor der Kamera rumbaumeln. Das sind Frauenprobleme. Nein. Obwohl Männer haben manchmal auch lange Haare. Ja, ich bin ready. Du kannst gerne erstmal nicht vorfahren, na gut. Wie du möchtest. Ich muss ich erstmal in Gang kommen hier. So, die blaue 2 beginnt chillig, entspannt, flowig. Kleine Wellen. Es ist sehr, sehr schön geshaped, muss ich sagen. Endlich mal. Ja, Anlieger. Endlich mal wieder ein Trail, der so ein bisschen geshaped ist. Kleiner Sprung. Ja, doch, gefällt mir schon mal. Die kann man auch wieder abziehen. Woohoo! Gucken. Okay, ein Gap. Da war eben ein Gap. Den hier könnte man auch mehr springen. Gucken, was hier kommt. Ja, ein bisschen feucht auf jeden Fall. Gestern hat es ja auch geregnet. So, das war schon, also das fand ich schon mal spaßig. Ja. Die 3. Hey, ich dachte, wir sind auf der 2. Ja, wir müssen hier rein. Ach so. 2, und ganz links müsste die schwarz sein. 2, ja genau, hier. Okay. Hier rechts ist wieder ein, das hätten wir fahren können. Ja. Machen wir mal Strecke 2, rot. Klappe die 2. Woohoo! Mega, auch zum Üben mega. Also ich bin ihn jetzt komplett übersprungen. Aber wenn man eben noch nicht so sicher am Springen ist, könnte man dann auch das eben abrollen. Ja, wieder. Ich glaube, wir müssen die nochmal fahren. Ich könnte jetzt auch natürlich die 3 fahren, die 4 fahren, mir vielleicht mal die schwarze Freeride anschauen. Aber dann müsste ich die Strecken eben auch nochmal wieder 2-3 Mal fahren. Damit ich auch sicherer werde und damit ich euch eben auch alles zeige. Und deswegen, heute habe ich einfach mal Lust, weil dieser Trail, ich bin jetzt ja die 2 und die 5 gefahren, der ist geil. Also der ist für mich persönlich geil, weil der ist schön flowig, der hat Sprünge dabei, der hat auch ein paar Wurzeln, ein paar Steine, wenig, aber hat er. Und er macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Und deswegen fahre ich den jetzt auch nochmal. So, das heißt, ihr seht den jetzt einfach nochmal schnell, wie ich auch die Sprünge mitnehme. Und ja, Spaß steht auf jeden Fall immer an erster Stelle. Ich rede wieder zu viel, oder? Na gut, auf jeden Fall. Ich persönlich, kurzes Fazit über den Trailpark hier. Finde den Trailpark geil. Ich komme auf jeden Fall auch nochmal hierher. Falls ihr mal hier seid, ich finde, man müsste einen Trail immer 2-3 Mal fahren, sich die Sprünge anschauen, wenn man die nicht blind springen möchte. Deswegen, ich komme hier nochmal 1-2 Tage her, um den kompletten Tag auszutesten. Dann nehme ich euch wieder mit. Heute seht ihr dies und das. Rote 2. Passt ja. Falls ich jetzt nicht so viel rede, liegt das daran, weil ich mich konzentrieren muss. Aber keine Sorge, ich habe trotzdem Spaß. Dann füge Vorfahrer, da fahren wir hin und her.
Jetzt mache ich gerade noch. Komm, dann fahr mir voll. Da fahre ich vor, dann sind wir hier. Ja. Und du, ne? Okay. Wart ihr die schon gefahren? Ja. Ja. Okay. Dann fahre ich jetzt hinter dir, ja? Ja. Dann bist du auch in meinem YouTube-Video zu sehen. Ja. Na gut. Kleiner Racer. Oh, der ist aber schnell. Alles gut? Ja! Gemacht. Oh Mann, oh! Hey, hast du das Vorderrad gezogen? Oh, weiß nicht. Oh. Hey, du bist schon mal ein Pedal. Alles gut? Ja! Gehört dazu. Das war zu schnell, zu langsam jetzt. Alles gut! Oh. Müssen wir nochmal hochschieben? Oh. Wie geht's dir? Geht. Aber das war ein guter Stoppi, ne? Gutes Stoppi war gut, aber die Trems komplett. Ich, was ist denn hier? Ich bin, glaube ich, mit der Pedale hier hängen geblieben. Ja, bist du vorbeigefahren? Ich bin der Meinung, du bist hier hängen geblieben. Weil du hast ja nicht Plätze sicher, aber ich kann nur einmal ein Video gucken. Ach Mensch! Bist du vorbeigefahren? Ja, ja, weil ich bin eigentlich hochgekommen, da wollte ich vorbeifahren und bin, glaube ich, mit der Pedale hängen geblieben. Ja, langsam, na, alle, nein, ist nicht deine Schuld. Wir haben alle gar. Der Recht hat aber gut gefahren. Oh, du bist aber auch schnell, ey. Krass, Respekt. Ja, so, wir fahren jetzt weiter, gesagt, oder? Ja. Gut. Weiter geht's. Wenn dir bei dir alles gut ist? Ich glaube ja. Ich merke nichts. Können wir auch. Oder? Wollen wir nochmal von oben? Ja. Ich hatte zwei Herzinfarkte. Erster Herzinfarkt, dann habe ich dich gesehen, zweiter Herzinfarkt. Ja. Na gut, ich habe dann auch nur noch Anker wollen, noch links vorbei, dann habe ich mal gesehen, dass es doch noch weg geht. Gut, dann jetzt nochmal richtig. Ja, gleiche Reihenfolge. Okay, gleiche Reihenfolge, Lennox. Ja? Achso, die fahren. War das? Ich glaube, sie sind da weitergefahren. Ja. Wir treffen uns unten. Hören Sie das? Der Kleine ist aber ein Racer, ey. Ja. Ja. Was? Ja, aber nur mit Schwung. Gut, also jetzt habe ich wirklich hier Trailpark Mehring alles mitgenommen. Auch einen Sturz, den Boden geküsst, gehört auch dazu. Genau, hier wird es jetzt ja wieder ein bisschen steinig, auch ein bisschen feucht hier, wurzelig. Einfach ein bisschen technisch auf dem Video sieht es wahrscheinlich wieder nicht so aus, als ob es hier schwierig ist oder steil. Aber ich finde es hier schon etwas steili. Aber total in Ordnung. Tja, die Frage ist, wo kommen die jetzt raus?
Also ich muss sagen, bis jetzt geil, oder? Also richtig geil, ja. Vor allem der blaue, wo man denkt, oh, blauer Trail ist nicht so anspruchsvoll. Ich meine, ja, da gibt es keine Gaps oder so, aber man bekommt super viel Speed, weil es eben auch gut bergab geht. Geil, mal wieder ein Flowtrail. Und so kleine Wellen, wo man abziehen kann. Also auch für genau, dann. Ja. Also wir sind auch ein paar Dinger dann gesprungen. Das war schon mal spaßig. So, wir sind ja gerade auf dem Uphillweg und fahren nach oben. Ich weiß nicht, ob man es von hier richtig erkennen kann, aber man hat die ganze Zeit dieses Panorama von Mering, der Mosel und den Weinbergen. Und das ist so schön, oder? Also wir sind ja hier gerade im Urlaub. Oh, das ist echt herrlich. Was Besonderes, finde ich. So, das war es jetzt auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir geht es auf jeden Fall gut. Ich habe keine Schrammen von meinem Bodengeküsse. Naja, wie auch immer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten, ich komme auf jeden Fall nochmal wieder. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!